Hallo Leute, das ist eine neue Ausgabe des DigiGuest Wochenrückblicks. Heute mal in einer sehr kurzen Fassung mit nur einem Thema, nämlich Metall auf Metall. Worum geht's? Am Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht zum Thema Sampling verhandelt. Konkret ging es um die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Tonträgerhersteller die Verwendung von Samples aus Musikaufnahmen verhindern kann. Hintergrund dieses Verfahrens ist ein Rechtsstreit, der seit nunmehr 13 Jahren läuft. Dieser Rechtsstreit dreht sich um ein 2 Sekunden langes Rhythmus-Sample aus dem Stück Metall auf Metall der Band Kraftwerk, das in dem Song Nur Mir von Sabrina Setlur verwendet wurde. Kraftwerk waren damit nicht einverstanden und hatten auf Unterlassung geklagt. Schon zweimal ging die Sache durch alle Instanzen bis zum Bundesgerichtshof. Der entschied schließlich, dass Samples nur dann ohne Zustimmung genutzt werden dürfen, wenn ein durchschnittlich ausgestatteter Musikproduzent nicht in der Lage wäre, den Ausschnitt in gleichwertiger Weise nachzuspielen. Das Bundesverfassungsgericht muss nun entscheiden, ob diese Rechtsprechung einen unzulässigen Eingriff in die Kunstfreiheit darstellt. Neben einem Vertreter der Bundesregierung waren zu dem Verfahren auch zahlreiche Verbände, darunter der Digitale Gesellschaft e.V., als sachkundige Dritte geladen. Das Gericht wollte vor allen Dingen 2 Fragen erörtern. Inwieweit wird die künstlerische Gestaltungsfreiheit durch die Rechtsprechung des BGH beeinträchtigt? Und wie wichtig sind Sampling-Lizenzen eigentlich als Einnahmequelle für Tonträgerhersteller? Die Beiträge der Verbände verliefen relativ erwartbar, da sie bereits im Vorfeld schriftliche Stellungnahmen eingereicht hatten. So sprach sich zum Beispiel der Bundesverband Musikindustrie für die Rechtsprechung des BGH aus, während wir dafür plädierten, gerade bei nicht kommerziellen Verwendungen eine Bagatellschranke nach Vorbild des US-amerikanischen Fair Use einzuführen. Überraschenderweise sah das auch der Vertreter der Bundesregierung so. Er sprach sich dafür aus, dass ein Tonträgerhersteller nicht die Möglichkeit haben sollte, die Verwendung von Samples zu verbieten, wenn ihm dadurch kein wirtschaftlicher Schaden droht. Näheres dazu erfahrt ihr auch auf unserem 43. netzpolitischen Abend. Der findet am kommenden Dienstag ab 20 Uhr in der Seabase in Berlin statt. Weitere Themen sind dabei das Projekt Jugend hackt, Open Source Messaging Apps und der 32. Chaos Communication Kongress. Das war schon für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch in der kommenden Woche wieder dabei. Bis dahin, tschüss!